gesendet aus Hanoi, der Hauptstadt der Sozialistischen Republik Vietnam. Herzlich willkommen mit der Stimme Vietnams. Ich bin Gyeong. Guten Tag. Liebe Hörerinnen und Hörer, der vietnamesische Export hat sich in den vergangenen Monaten stark erholt. Mehr dazu erfahren Sie in unserem heutigen Journal die politische Aktualität. Anschließend antworten wir die Frage über das Durian-Fest in Vietnam. Zum Schluss hören Sie die Kultur- und Sportmeldungen. Aber zuerst die Nachrichten mit Ngoc Nguyen. Nationale Masterplanung soll Potenzial und Vorteile der Wettbewerbsfähigkeit des Landes fördern. Genua soll mit zum Tourismus- und Kulturzentrum entwickeln. Eröffnung der UN-Vollversammlung. Die Nachrichten im Einzelnen. In Hanoi hat Premierminister Phan Minh Chich am Mittwoch eine Konferenz zur Überprüfung der nationalen Masterplanung für den Zeitraum 2021-2030 und Abschließung bis 2050 geleitet. Es ist das erste Mal, dass der Plan eine Planung auf nationaler Ebene durchführt, um den Zustand zu begatten und dadurch den Entwicklungsraum des Landes wieder zu ordnen und einen neuen Entwicklungsraum zu eröffnen, für die neue Entwicklungschancen anzubieten. Damit Baugruppen sich zum Ziel setzen, bis 2045 ein Industrieland mit hohem Einkommen zu entwickeln, so Premierminister Phan Minh Chich. Bei der Planung sind die erneute Denkweise und die strategische Vision erforderlich. Der Impuls kommt aus der Erneuerung. Es ist wichtig, wie wir bei der Planung die unterschiedlichen Möglichkeiten, die wichtigen Chancen und die Vorteile der Wettbewerbsfähigkeit zeigen können. Dadurch können wir Maßnahmen ergreifen, um die Innenkraft zu entfalten. Dies gilt als eine langfristige Strategie und ein entscheidender Faktor. Den dynamischen Regelschritt zu folgen, sollen die Planung, die auf den Hauptbranchen basiert, der Lage und den Bedingungen des Landes entsprechen. Das verfehlen unter anderem die Landwirtschaft und die grundlegenden Industriebranchen, die Verarbeitungsindustrie und Industrie der erneuerbaren und sauberen Energie, auch die Dienstleistungsbranchen der Logistik, Banken, Finanzen, elektronischer Handel und Maschinenindustrie sollen gefördert werden, heißt es. In der Küstenstadt Nelson-Wucht, die französische Attaché für Zusammenarbeit und Kulturaktivitäten des französischen Generalkonsulats bei der Ricke Hanna-Kirche, das Produktziel auf drei Bereiche ist, dass er Fachqualifikation für Mitarbeiter in den Gesundheitsräumen kann. In der Ausbildungsgesundheitsverbesserung in den Museen, in den Hochschulen und der Gewalt und Unterstützung der Kunstwerke und der Konstruktion der Weltkriegsverhältnisse der Natur- und Kulturerbes Vietnams. Das Projekt soll die Zusammenarbeit zwischen den Behörden aus Vietnam und Frankreich konkretisieren. Das Projekt erhielt eine Summe von umgerechnet 600.000 Euro von der französischen Regierung. Weitere Unterstützungen der anderen Partner aus Frankreich sind möglich. Der vietnamesische Filmverband hat am Dienstag in der südzentralvietnamesischen Stadt Nha Trang den Preis Drachen 2021 an hervorragende Filme, Filmemacher und Künstler überreicht. Der Vorsitzende des Verbands, Professor Do Linh Hong Du, hat bekannt, dass dieses Jahr 147 Filme für den Wettbewerb eingereicht wurden. Es sind Spielfilme, Fernsehfilme, Dokumentarfilme, Wissenschaftsfilme, Zeichenstrichfilme und Kurzfilme. Die Jury überreichte über 50 Preise in verschiedenen Kategorien an Filme, Regisseure, Drehbuchautoren, Schauspieler und Kameraleute. Der beste Spielfilm ist demnoch
Die brillante Nacht des Regisseurs Aaron Robert Toronto. Der Preis überragender Fernsehfilm geht an den Film Sonniger Tag der Regisseure Martin Hui und Min Chang Hua und den Film 11 Monate, 5 Tage der beiden Regisseure Le Dong-Opling und Wen Du-Hiu. Am Dienstag ist die Ausstellung Bong King Lam King in der Lei Ying Dynasty in der Nationalen Sondergedenkstätte Lam King in Kreithausen in Tenghua eröffnet worden. Ziel ist es, die Rolle und Verbindung zwischen Lam King oder die Hauptstadt Han Lang und dem Gebiet Lam King in der Lei Dynasty vorzustellen. Anlass ist die zehnjährige Feier der Anerkennung der Gedenkstätte Lam King als Nationale Sondergedenkstätte. Ausgestellt wurden fast 300 Gegenstände, Dokumente, Bilder und Fotos, die die Rolle und die Verbindung zwischen Bong King und Lam King, also heute Hanoi und Tenghua, in der Lei-Dynastie verdeutlichen. Die Ausstellung dauert bis zum 30. September. Das deutsche Kulturereignis Oktoberfest Vietnam 2022 wird im Hotel Dayu Hanoi vom 6. bis zum 8. Oktober stattfinden. Das jährliche Oktoberfest Vietnam spiegelt die lebhafte und typische Stimmung von Oktoberfest in Deutschland wider. Es gibt eine Fußballparty mit deutschen Gerichten, wie Bratwurst, Schweinehaxe, Frikadellen, Brezel, Sauerkraut und anderen Gerichten. Außerdem gibt es einen Stand für asiatische Küche und vietnamesische Küche. An Festen können Besucher zwei deutsche Biersorten Schneider, Weiße und Krumbacher genießen, die aus Deutschland importiert werden. Ausländische Musikbands werden traditionelle Lieder aus Bayern spielen. Die Finalrunde der 7. Fußballmeisterschaft wird im Sportzentrum der Stadt Viertels von Mai in Hannover vom 23. bis zum 25. September stattfinden. Das gaben die Organisatoren der 7. Fußballmeisterschaft am Dienstag in Hannover bekannt. Die Meisterschaft wird von der Firma Wir Football in Kooperation mit der Sportbehörde und dem vietnamesischen Fußballverband organisiert. Nach mehr als 3 Monaten Wettkämpfen in Vorrunden in Hannover, Hosenstadt, Dagwad, Nelson und Günther haben auch hervorragende Mannschaften das Ticket für die Finalrunde gewonnen. Das war unser Programm für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Duyang. Tschüss und bis zur nächsten Sendung.